Hallo Community, hier sind wir wieder von Trader Online Video. Julian, Tag. Micha, Hallöchen. Und wir unboxen uns hier durch alle Artikel zu Ravnicas Treue. Display und Pre-Release Pack hatten wir schon. Planeswalker Deck hatten wir auch schon. Jetzt haben wir hier Planeswalker Deck 2. Natürlich auch wieder mit Verlosung. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Da liegt es. Ne? Im vorigen Video haben wir schon das andere Planeswalker-Deck, Azorius weiß-blau geöffnet. Genau. Jetzt sind wir hier bei dem Deck, das du spielen wirst. Grün-rot, Gruul. Ja. Also richtig zerschmettern, zerschmettern, zerschmettern. Wir schauen es uns gleich an. Ganz kurz noch zur Verlosung. Die ist gesponsert von Blackfire. Da gibt es noch entsprechend Hüllen zu gewinnen. An der Verlosung nehmt ihr teil, wenn ihr das Video liked, kommentiert und dem Kanal ein Abo verpasst. Wir wünschen euch viel Glück. Ne? Und so, jetzt kommen wir mal hier zum zweiten Planeswalker Deck. Die kriegt ihr bei Trader schön im Bundle entsprechend wirklich super günstig. Und sehr schön ist, die Planeswalker Decks sind einfach super. Können wir absolut empfehlen. Machen total Spaß. Man kriegt ein fertiges Deck. Man hat den Planeswalker in einer Nicht-Booster-Variante drin. Also die Planeswalker, wie sie hier drin sind, und den Foil, die gibt es entsprechend nur in diesen Decks. Die sind also entsprechend abgewandelt, aber auch wirklich cool. Und das richtig Tolle ist, dass in dem Planeswalker-Deck immer noch zwei Booster drin sind. Genau. Das heißt, wir haben nicht nur das Deck, das schon Spaß macht, sondern kam immer noch was zum Nachpowern. Eine Deckbox ja entsprechend, die auch noch mit dabei. Und dann kann es da richtig losgehen. Und neu ist, genau, neu ist ja, dass es praktisch den Magic Arena Code des Planeswalker Decks auch gibt. Da könnt ihr also hier, den könnt ihr schon mal checken, ob der schon jetzt eingelost wurde. Aber dann könnt ihr praktisch euer Planeswalker Deck auf MTG Arena auch freischalten. Ne? Das also nochmal als doppelter Anreiz. Gut, dann haben wir eine kurze Erklärung wieder. Auch hier, bevor du loslegst, eine Erklärung zum Planeswalker Domri, wer er überhaupt ist, wie er sich spielt. Und nochmal, was sind Planeswalker überhaupt, ne, entsprechend. Und dann, dass man so ein bisschen erklärt, wie die Planeswalker dann auch gespielt werden. Gut, so, dann Booster schauen wir uns nachher an. Deck kommt gleich, aber dann kommen wir erstmal zum Planeswalker selber. Domri, der Städtehalter, ist dann in dieser Variante für ein grünes, ein rotes, vier farblose, auch 6 Mana wie der weiß-blaue Planeswalker, der Dovin, kommt mit 4 Loyalitätsmarken rein. So, und sagt zu +2, Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 und eile bis zum Ende des Zuges. Ja, okay. Ja, die wollen halt Wizard zerschmettern, zerschmettern, zerschmettern. Für -3 ist Domri, der Städteschleifer, fügt einem Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Okay. Okay, darf auch ein gegnerischer Planeswalker sein zum Beispiel. Ne? Ja. Und für -8 lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, 3 +1/+1 Marken. Die Kreaturen verursachen Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Also das Ultimate Feldgang. Ja, auch stark. Also der bringt genau das, was wir uns natürlich von dem Deck erwarten. Draufhauen. Ja, und ich sehe schon die erste Rare-Karte, also die sind ja in allen Decks drin. Also das weiß-blaue Deck hat mir schon gut gefallen, aber hier haben wir entsprechend dann die Vorboten der Apokalypse im Deck drin. Für 8 Mana, 7/7 ein Wildschwein, verursacht Trampelschaden, hat Wachsamkeit und Eile, also Wachsamkeit tappt nicht beim Angriff. Ne? Wenn die Vorboten der Apokalypse ins Spiel kommen, erhalten andere Kreaturen, die du kontrollierst, +2/+2 und Wachsamkeit und verursachen Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Das ist also ein absoluter... Der macht eigentlich schon ein absoluter, Sack zu, so, der, ne? macht den Sack zu. Das ist ein absoluter Killer. Wenn du da, wenn du die Karte ziehst und 8 Mana hast, dann ist schon Zapfenduster. Oh, das finde ich auch richtig gut, dass das Glasmosaik des Gildenbunds hier drin ist. Ne, ja, ein Artefakt für 2 Mana sagt einfach, mehrfarbige Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Also nochmal ein Kreaturenverstärker. Und eine generell richtig coole Karte für Ravnica-Decks. Ja. So, das ist jetzt eine Karte, die ist nur in diesem Deck drin. Sieht man unten an den Nummern, das 272 von 259. Domri's Nodorok. Für ein grünes, ein rotes, 3 farblose, eine 5-2er Bestie mit Trampelschaden. Wenn Domri's Nodorok ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek und oder deinen Friedhof nach einer Karte namens Domri, der Städteschleicher, durchsuchen, sie offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Falls du auf diese Weise dann deine Bibliothek durchsuchst, mische sie danach. Okay, und dann haben wir also die Karte dann 2-mal drin. Du sagst immer Schleicher. Ja, kannst du ja jetzt mal vorlesen. Die Beilbrecherwaldbestie mit Stärke 3, Widerstandskraft 4 ist drin. Jetzt kommen wir zu den normalen Kreaturen.
Kaifen der Schamanin, ein rotes, zwei farblose 1-1 mit Aufruhr, das ist eine neue Fähigkeit hier aus Ravikas Treue. Du bestimmst, ob diese Kreatur mit einer +1/+1 Marke oder mit Eile ins Spiel kommt. Und immer wenn die Kaifen der Schamanin angreift, kann eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert, in diesem Zug nicht blocken. Das ist also auch in so einem Deck richtig hart, ja, weil dann jetzt zum Beispiel der 5-2er einfach dann durch kann. Also, ne? Und die ist auch zweimal drin. Okay. Wilder Marker, ein rotes, ein farbloses mit 2-2er Katze. Ja. Zweimal drin. Schotterhaut Goblin, ein rotes, ein farbloses 2-1 Kreatur. Und der Goblin erhält +2/+2 bis zum Ende des Zuges, wenn wir 4 Mana ausgeben. Können wir also dann stärker machen. So, tobendes Trümmerhorn, ein grünes, 4 farblose, eine 4-4 Kreatur mit Aufruhr. Also direkt angreifen oder +1/+1. Waldverbundener Gestruppläufer, ein grünes, 2 farblose, 3-2 Kreatur. Wenn er ins Spiel kommt, erhält er 2 Lebenspunkte dazu. Kriegen wir so ein bisschen Leben hier. Zweimal war er drin. Abrissbestie, wieder was Dickes für 7 Mana, 6-6 mit Aufruhr und Trampeln. Ja. Also jetzt kommen die mehrfarbigen Sachen. Bolrak Clanschläger, damit sich das Amulett ja auch lohnt hier. Ja. Ein grünes, ein rotes, 3 farblose, 4-4 Kreatur. Für Tappen entfernen eine +1/+1 Mark von einer Kreatur, die du kontrollierst. Der Bolrak Clanschläger fügt einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Oh, das ist auch interessant. Rasender Arynx. Grün, rot, 2 farblose, 3-3, eine Katzenbestie mit Aufruhr. Also wird es entweder 4-4 oder kann direkt angreifen. Eine Trampeln-Tutze. Und für 6 Mana erhält er +3/+0 bis zum Ende des Zuges. Ja. Oh, der ist zweimal drin. Der ist dreimal drin. Ja. Zurtar Goblin. Ein grünes, ein rotes 2-2 mit Aufruhr. Ja, okay. Zweimal drin. Oh, dreimal drin. Mann. Das ist ein starkes Deck. Anstürmender Kriegskeiler. Für grün, rot, ein farbloses. Wildschwein. Der ist nur in den Planeswalker-Decks. Jo, richtig. Mit Eile. Und solange du einen Dobri Planeswalker kontrollierst, erhält der anstürmende Kriegskeiler +1/+1 verursacht Trampelschaden. Dann wäre es also ein 4-2er. Mit Trampeln. Ja, für drei Mana. Oh, der ist dreimal drin. Dreimal ist er drin. Auch richtig starkes Deck. Gruul Gildeneingang. Ja, also, dass wir das Mana-Fixing haben, der ist viermal drin. Dann haben wir entsprechend natürlich Gebirge und Wälder. Und jetzt kommen wir zu den Nicht-Kreaturen-Karten. Ja. Da haben wir ein Auflodern als Spontanzauber. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +2/+0 bis zu Ende des Zuges. Also auch viel Kreaturenversteckung, genau wie in dem weiß-blauen Deck hier. Ja, vor allem die trampeln die ja. Ja? Bei dir alle. Ja, ne? Ja. Steinerne Stärke. Für ein grünes lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, enttappe die Kreatur. Das ist also auch nochmal heftig, um da beim gegnerischen Angriff eventuell irgendwas zurückzutappen und dann zu blocken. Zweimal ist sie drin. Wutbrand, ein rotes, ein farbloses Wutbrand fügt einer Kreatur, oh ja, nur in diesem Deck, fügt einer Kreatur deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Okay, wir können nur auf Kreaturen schießen, also nicht auf Spieler, nicht auf Planeswalker. Aber stark, weil du dir einfach den Weg freischießen kannst. Ne? Genau. Noch Tipps zum Angreifen und Blocken, Wirken von Zaubersprüchen und wie der Magic-Zug aussieht. Also ich muss sagen, wenn du sagst, du willst zerschmettern, das macht das Deck. Rot-grüne Deck definitiv. Wir hatten in dem weiß-blauen Deck, haben wir die Booster geöffnet, haben relativ wenig passende Karten gezogen für das weiß-blaue Deck. Mal gucken, ob es jetzt hier besser ist. Dafür hatten wir den anderen Boostern ja viel rot-grün entsprechend. Also da könnte man das Deck immer noch weiter pumpen. Ja, also das würde ich gerade für Anfänger oder zum Verschenken oder Magic reinzukommen, sind die Planeswalker-Decks 1A. Also haben sie wirklich eine coole Sache rausgebracht. Und sie gibt es natürlich auf Deutsch, wie man sieht. Ne? So, da haben wir einen Geröllstreifen-Einsiedler, den könntest du zocken. Greift in jedem Kampf an, falls möglich. 6-5. Ne? Tobendes Trümmerhorn, 4-4 Aufruhr, ja. Da kannst du also noch so ein bisschen passend fummeln. Weiß-Blau sind wir nicht. Blauen gucken wir uns jetzt nicht an, weil wir sind jetzt ja im Rot-Grün-Deck. Verunstalten. Ein rotes, bestimme 1, zerstöre ein Artefakt deiner Wahl, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit Verteidiger. Sideboard-Karte. Oh, eine Ankamm-Karte nochmal. Die Gildenmagierin der Clans. Ein grünes, ein rotes 2-2. Mensch-Schamane für 2 Mana und Tappen. Eine Kreatur deiner Wahl kann in diesem Zug nicht blocken. Würde ich schon ins Deck reinnehmen, muss ich sagen. Für 3 Mana ein Land deiner Wahl, das du kontrollierst, wird bis zum Ende des Zuges zu einer 4-4 Elementarwesen-Kreatur mit Eile. Es ist immer noch ein Land. Also, die Karte geht definitiv ins Deck. Also gutes Beispiel dafür. Jetzt das wäre vielleicht für mein Deck. Ich spiele das Azorius-Deck dann mit Weiß-Blau.
Ein weißes und farbloses, immer wenn du einen mehrfarbigen Zauberspruch wirkst, erzeuge einen 1-1 weißen Mensch-Kreaturen-Spielstein 2-2. Oh, 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 oh. Ne? Das wäre noch was für mein Deck. Ein Simic-Gildeneingang und ein Geist-Token. Was hast du? Was hast du? Ne? Du hast auf jeden Fall schon mal den Code, genau, auf der Rückseite, wie ich sehe. Das hier, da könnt ihr euch auf Magic Arena, wenn ihr eingebt, Play Legends, dann könnt ihr euch drei Booster freischalten. Alle gesehen? Alle gesehen. So, das Medaillon. Okay, brauche nicht. So, die Geröllschleuderin. Ne, grünes oder rotes Mana und zwei farblose mit 2-3 Reichweite. Reichweite heißt, sie kann Flieger bleiben. Genau. Das ist auch sehr stabil. Die könnte man auch einnehmen, um ein bisschen. Das ist auch nochmal eine Anti-Flieger-Karte. Sagittas Pfeilhagel, ein grünes, zwei farblose. Spontanzauber, zerstöre eine fliegende Kreatur deiner Wahl. Sagittas Pfeilhagel fügt allen fliegenden Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, je einen Schadenspunkt zu. Sideboard-Karte, ja, ne? Aber gut. Wurzelschlinge. Ein grünes, ein farbloses, verhindere einen Kampfschaden, der in diesem Zug zugefügt wurde. Brauchst du nicht, du willst ja zerschmettern, 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 ne? Ja. Brauchen wir gar nicht defensiv drüber nachdenken. Verräterische Tat. Übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl, enttappe die Kreatur, sie hält Eile bis zum Ende des Zuges. Oh, ziehst aber auch, ey. Erzürnter Ceratops. Zwei grüne, zwei farblose, eine 4-4-Kreatur. Kann von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. Oh. Nein, es ist denn hier los? Die ist so gut, ne? Oh, das ist die beste Karte. Die Ghoul-Zauberbrecherin, ja, auch noch fürs Deck. Oh. Ein grünes, ein rotes, ein farbloses 3-3-Kreatur mit Aufruhr. Kommt, ne, und hat ja Trampelschaden. Und solange es dein Zug ist, haben du und die Ghoul-Zauberbrecherin Fluchsicherheit. Das heißt, die können von gegnerischen Sprüchen nicht zum Ziel genommen werden. Ne? Und ja, das finde ich doch schon sehr heftig, weil entweder sie kommt mit Eile rein oder sie kommt für 3 Mana als 4-4er rein, trampelt, also sprich der Schaden geht drüber, wenn eine kleine Kreatur blockt. Und ja, Flugsicherheit gibt es auch noch. Genau. Das und heißt, sogar noch eine Foil. Eine Foil auch noch in deiner Farbe, na super. Biogene und noch eine Ankam, biogene Aufrüstung. Zwei grüne, 4 farblose Hexerei. Verteile 3+1+1 Marken auf 1, 2 oder 3 Kreaturen deiner Wahl. Dann verdopple die Anzahl der +1/+1 Marken auf jeder dieser Kreaturen. Die würde ich, glaube ich, sogar auch noch im Deck spielen, weil du so viel aufgegangen hast. Ne? Da sieht man auf jeden Fall, wie cool man die Planeswalker-Decks dann mit den enthaltenen Boostern auch nochmal aufpimpen kann und individualisieren kann. Ja. Also es macht schon Spaß. Also ich freue mich auf unsere Duelle. Ja. Und ich weiß, es wird hart. Es wird wirklich hart. Wir werden sehen. Mhm. Ihr werdet es auch sehen. Ne? Es gibt eine Verlosung mit dazu. Ne? Und ja, dann bleibt uns treu, ne? Genau. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, kommentiert und gebt uns am besten ein Abo, dann seid auch mit der Verlosung alles tutti dabei und so. Und wir öffnen uns ja nochmal einmal richtig hier durch Ravnikas Treue durch. Das heißt, Bundle kommt noch, Deckbuilders Toolkit, also Deckbaubox kommt noch. Ne? Also bleibt dabei, Leute. Ne? Dann sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß mit Magic the Gathering. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.